Hallo und herzlich willkommen hier aus dem Schiller Theater in Berlin. Mein Name ist Michael Kaune vom Berlin Fernsehen. Wir sind heute hier im Schiller Theater zum Bundeswettbewerb Gesang 2014. Dieser Bundeswettbewerb Gesang findet ja jedes Jahr einmal statt. In den ungeraden Jahren, also letztes Jahr war der Bereich Musical und Chanson aktuell. Dieses Jahr ist es das Thema Oper, Operette und Konzert. Die Vorgehensweise ist dabei folgende: Es gibt eine Anmeldemöglichkeit für diejenigen, die mitmachen möchten. Es gibt eine bundesweite Vorauswahl, das heißt, es gab es in 7 Städten. Und hier finden jetzt die Finalrunden statt, 3 Tage lang. Und am Samstag, am 8. November, findet hier im Schiller Theater für die Junioren das Finalkonzert statt und für die jüngeren Erwachsenen am 1. Dezember in der Deutschen Oper in Berlin. Nicht nur, weil der Preis oder die Preise, die hier vergeben werden, im rund 50.000 Euro wert sind, sondern weil hier ganz viele Vertreter von Bühnen, von Agenturen dabei sind, die Ausschau halten nach jungen Talenten. Also das Ganze ist hier auch ein Sprungbrett. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal auf die Bühne und schauen, welche jungen Talente das hierher in die Finalrunde geschafft haben. Alle Mädchen werden Mann.
Jetzt kommen wir zu einer jungen Dame, Magdalena Hinz. Sie ist auch fertig mit ihrem Auftritt. Kann ich sagen, Glückwunsch? Sind Sie zufrieden mit Ihrem Auftritt? Ja, ich würde sagen schon. Es gibt natürlich immer Sachen, die noch nicht so gut laufen. Und ja, aber ich nütze einfach jeden Auftritt so als Erfahrung und hoffe, dass es beim nächsten Mal dann schon besser läuft. Das heißt, es gab noch nicht ganz so viele Auftritte bei Ihnen? Also es kommt darauf an, was Sie mit viel meinen. Also schon immer wieder. Also vor anderen Menschen? Ja, das schon. Doch, das schon. Aber ich meine, es ist ja wirklich ein sehr langer Weg, den man da vor sich hat. Und es gibt einfach noch sehr viele Dinge, die bearbeitet werden müssen. Sie haben drei Stücke vorgetragen. Gab es dabei ein Lieblingsstück von Ihnen? Ja, ich würde sagen Sleep Now von Carol Szymanowski. Das war welches? Das war das erste. Gleich das erste. Das moderne. Okay. Haben Sie Vorbilder? Ja, würde ich schon sagen. Also einmal Christine Schäfer und Christian Gerhaher. Seit wann beschäftigen Sie sich mit dieser Art von Musik? Ich meine, also ich frage so, es gibt ja ganz viele junge Menschen, die machen da eher so den Mainstream mit und das ist ja jetzt noch eher was, ja, schon fast Außergewöhnliches, will ich mal fast sagen. Also ich habe mit 5 Jahren mit Violine begonnen und also ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich begonnen, mich mit klassischer Musik zu beschäftigen. Dann habe ich auch ein musisches Gymnasium besucht. Da war dann klassische Musik halt schon immer so ein bisschen dabei, aber ja, genau. Sind Sie damals von alleine darauf gekommen oder wurden Sie da so ein bisschen reingedrückt in diese Schiene oder wie kam das? Also ich meine mit 5 einfach so oder? Also reingedrückt würde ich mal nicht sagen. Also meine Eltern waren da schon sehr locker, aber sie haben eben ihr Bestes getan und haben halt versucht und haben versucht, eher das Interesse zu wecken. Und bei mir hat das halt einfach auch ganz gut angesprungen. Also es war, glaube ich, wirklich und ist noch was, was mich einfach sehr interessiert. Wir haben nochmal 2 junge Talente jetzt hier nach dem Auftritt und da haben wir zum einen Johannes Fritsche und wir haben zum anderen Matteo Peñalosa Cecconi.
Sie haben es gehört und wir haben, Sie haben es eben auch gesehen, den Auftritt der beiden. Die Frage, seit wann beschäftigen Sie sich mit klassischer Musik? Mit klassischer Musik beschäftige ich mich eigentlich seit meiner Kindheit, über meine Eltern, über die Familie, die einfach auch einen musikalischen Hintergrund hatte. Und so richtig, dass ich mich dafür auch professionell interessiere oder dass ich mir auch vorstellen kann, das zu meinem Beruf zu machen, das kommt eigentlich erst, das kam so mit 18 Jahren erst. Nun muss man sagen, wenn es mit 18 kam, so viel älter sind Sie ja noch gar nicht, ne? Ja, ich bin 21, also dieser Beschluss, dann auch das zu studieren und auch wirklich zu einem Beruf zu machen, kam sehr spät. Und ich glaube, das ist aber gar nicht so, so unnormal, dass das relativ spät ist. Ja. Das heißt, das zu studieren, Sie sind schon mitten dabei? Ich bin dabei, ich studiere seit 3 Semestern in Stuttgart bei Ulrike Sonntag, Bachelorgesang, genau. Okay, danke. Und bei Ihnen habe ich gesehen, Sie waren nicht nur nach Ihrem Auftritt so in dem Bereich da, wo Sie noch alle anderen auch gesehen haben, sondern auch vorher. Haben Sie da so ein bisschen geschaut, wie sind die anderen? Hat Sie das beruhigt? War das eher, was war das? Warum? Also das war bei Ihnen so besonders zu erkennen. Ja, wir sind gestern schon angereist, weil ich heute Mittag singen musste. Und dann heute anreisen aus Freiburg ist dann doch weit. Deswegen war ich gestern schon da und habe dann natürlich die Gelegenheit genutzt, die Kollegen anzuhören. Also man hat es ja an der Hochschule, kennt man ja auch viele andere Sänger, aber hier sind halt fast alle im gleichen Alter und dann das ist natürlich spannend, sich das anzuhören. Ja. Wenn Sie jetzt die anderen auch so mit sich angeschaut haben, im Vergleich dazu, wie würden Sie sich selber einschätzen? Sind Sie zufrieden mit Ihrem Auftritt? Ja, also vergleichen, das ist nicht mein Job, aber ich bin eigentlich einigermaßen zufrieden. Also ich hatte im zweiten Stück ein bisschen am Schluss Probleme, aber ich weiß nicht, wie sehr man das dann gehört hat. Das war ein bisschen schwierig, weil da sehr, sehr viel Text ist und nach einer Weile ist der Mund trocken und dann kann man gar nicht mehr so schnell artikulieren oder ich nicht und das war ein bisschen schwierig, aber also alles in allem war es schon okay. Ja, ich hatte auch, das zweite Stück war sehr riskant und ich hatte eine Risikovariante am Schluss, wo ich aufs hohe Fis gehe und das habe ich aus Versehen quasi dann mitgenommen und es hat geklappt, das war schon mal nicht schlecht. Aber also es ist nichts gekiekst oder so, das war schon mal positiv. Ich habe es anschließend gesehen. Sie waren auch anschließend, glaube ich, super glücklich und erleichtert. Sie haben Ihre Pianistin anschließend richtig umarmt und richtig Druck abgefallen. Ja, also man ist natürlich froh, dass es geklappt hat und bedankt sich erstmal dafür, dass sie mich begleitet hat zum Beispiel. Und ja, so viel Druck ist es nicht, aber man hofft natürlich schon, dass es so klappt, wie man sich es vorstellt. Und dann ist man ja schon glücklich erstmal, wenn nichts Schlimmes passiert ist. Ja. Okay. Wie sieht Ihre Zukunft aus? Ach, das kann ich jetzt noch ganz, ganz schwer sagen. Also ein Traum wäre von mir wirklich mehr Richtung Musiktheater zu gehen, mehr Richtung Oper zu gehen. Aber ich finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber in unserem Alter, da kann man ganz viel ausprobieren noch. Einfach machen, worauf man Lust hat. Auch in Chören zu singen, auch im Opernchor oder in Kammerchören und so weiter. Einfach probieren, was einem Spaß macht. Das klingt gut. Und wie sieht es bei Ihnen aus? Die Zukunft? Oh, mal sehen. Also erstmal studiere ich fröhlich vor mich hin und dann schaue ich, was kommt oder nicht kommt und was geht oder nicht geht. Das wird sich dann schon zeigen. Also im Moment habe ich viel Spaß am Studium und ja, das ist dann erstmal. Sie haben aber schon noch Zeit eingeplant, wenn Sie heute noch eine Runde weiterkommen, am Samstag auch im Finalkonzert dabei zu sein. Also ich bin auf jeden Fall bis Samstag da, dann entweder als Zuhörer oder als Sänger morgen. Das wird sich dann noch zeigen. Außerdem kann man dann hier zum Beispiel in die Oper heute Abend in Barbiere und sowas. Ist schon angenehm. Okay, vielen Dank Ihnen beiden und alles Gute nachher für die Entscheidung. Danke. Danke.
Thank you.
Einen der jungen Talente habe ich jetzt hier nach dem Auftritt. Wie ist Ihr Name? Jan-Felix Schröder heiße ich und ich bin 22 Jahre alt. Sie haben es jetzt hinter sich gebracht. Zufrieden? Na, es ist immer ein tolles Moment, einfach die Stücke, die Sachen, die man erarbeitet hat, dann irgendwann rausbringen zu dürfen. Und ich denke, in jedem Fall geht immer mehr. Aber ich bin total zufrieden mit dem, wie es heute gewesen ist, ja. Das klingt gut. Ich meine, ich habe es gesehen, Sie waren fast der Einzige, die ich heute gesehen habe, die während des Sings, während des Auftritts Blickkontakt gehalten haben zum Publikum und auch zur Jury. Ja, dafür erstmal Respekt. Konnten Sie irgendwas erkennen in den Augen des Publikums, in den Augen der Jury? Also ich fand die Stimmung grundsätzlich total gut, total positiv, freundlich. Es war eine total tolle Atmosphäre zum Singen. Rückschlüsse jetzt darauf, wie es bei mir gelaufen ist, mache ich mir daraus jetzt nicht. Ich denke, da geht es tatsächlich auch um was Wichtigeres, nämlich dass es hoffentlich beim Publikum ein ehrlicher Dialog über das war, was ich gemacht habe. Ich glaube, das kam an. Seit wann beschäftigen Sie sich mit dieser Art von Musik? Also ich habe angefangen, Geige zu spielen und das habe ich schon sehr, sehr früh gemacht. Und irgendwann bin ich dann zum Gesang gekommen. Ich habe natürlich auch im Kinderchor gesungen, aber so richtig ging es dann nach dem Stimmbruch los. Und wie alt ist man dann so? Ich glaube, ich hatte tatsächlich schon mit 13, 14 meinen ersten Gesangsunterricht und dann ging es los. Aber am Anfang spielerisch, also noch nicht auf diesem Niveau. Aber schon von Anfang an Klassik oder war es erst noch eine andere Musikrichtung? Also, obwohl ich mich natürlich auch total für andere Musikrichtungen interessiere, habe ich gesungen selber immer nur im klassischen Bereich, ja. Wie kommt ein Junge mit 13 Jahren zur Klassik? Ja, der Anfang war ja natürlich durch die Geige schon gesetzt. Ich hatte irgendwie ein Interesse an Musik machen, an irgendwie ein Ausdrucksmittel finden. Und ich hatte einfach nachher das Gefühl, dass über die Stimme viel mehr möglich ist, dass die Stimme viel näher an mir dran ist, dass die Stimme viel unmittelbarer kommunizieren kann. Das ist Fluch und Segen zugleich, wie sich mittlerweile herausstellt. Aber und so bin ich zum Gesang gekommen und da geblieben, ja. Und dann speziell Klassik. Klassik, ja. Na, es ist schon so, dass ich finde, dass die Texte, die ja gerade in dem Lied, ich habe ein Lied gesungen von Schubert, Texte, die in diesem Lied vertont sind, dass da eine unendliche Vielfalt an Ebenen entsteht in dieser Musik, ja, die ich anderer Musik überhaupt nicht absprechen würde, aber die ich hier eben ganz besonders finde. Und deshalb widme ich mich dem gerne. Das war ein kleiner Einblick hier in den Bundeswettbewerb Gesang hier aus dem Schillertheater. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben auf mehr, dann können Sie am 8. November hier ins Schillertheater kommen. Da findet das Finalkonzert statt der Junioren. Und am 1. Dezember, da werden wir auch wieder mit dabei sein, findet dann das finale Konzert statt der jüngeren Erwachsenen, also der 22- bis 30-Jährigen. Und das findet statt in der Deutschen Oper hier in Berlin. Bis dahin, bleiben Sie dran. Tschüss.